Hola chicas, wir sind hier wieder in Final Fantasy 15. Dankeschön, wir sind der beliebte Prinz Noctis hier in der Welt von, hier mal in der Stadt von Lestalum. Und ich würde sagen, wir sammeln dieses Item ein, das ich schon seit Jahren hier begehre, aber mich nie getraut habe, es zu sammeln. Wir nehmen es einfach mal. So, und jetzt, ich hab's euch versprochen, wir gehen einfach mal endlich in der Hauptquest weiter. Wildzwiebeln. Wildzwiebeln wollte ich gerade vorlesen. Nanu? Nein, wir ignorieren dich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, großer Mann. Geh weg, großer Mann. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja, mach deinen Moonwalk und geh. So. So, jetzt gehen wir aber Richtung Hauptquest endlich mal. Auch wenn das Dorf von schönen, leicht begleiteten Frauen überfüllt ist, schon fast. Überfüllt geht gar nicht bei schönen, leicht begleiteten Frauen. Nur meine Meinung, aber wir müssen hier eh mal weg. Guck mal, die verfolgen uns, weil wir der Prinz sind. Wir sind der rattenscharfe Prinz Noctis. Und wir müssen weiterkommen in der Hauptquest. Deshalb gehen wir einfach mal dahin. Mit den Mädels hier sucht man besser keinen Streit. Richtig. Prinz Noctis, willkommen zurück. Dein heißer Tipp war Gold wert. War die Geschichte etwa wahr? Ja. Vielen Dank, Talcott. Ach, nicht doch. Ach, ich mag die Familie. Ich mag die Familie. Auch der Opa. Oh. Nanu. Was? Schon wieder. Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja. Gibt sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja. Wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Cortez-Platte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. Gut kombiniert, Watson. Ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich noch mit Opa reden. Möchtet ihr euch vielleicht etwas ausruhen? Vielleicht sollten wir das demnächst mal tun. Bist du denn auch wirklich in Ordnung? Ja, wir ruhen uns erstmal aus. Vor allem in der Nacht sollten wir jetzt nicht hier rumirren. Willkommen, der Herr. Sie wünschen ein Zimmer? Ja. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Gute Antwort. Auf jeden Fall eine gute Antwort an den Rezeptionisten. Möchten Sie übernachten? Ja, ich bin voll K.O. So. Jetzt erstmal hier wieder EP sammeln. Stufe 25, gar nicht mal schlecht. Das geht. Talentstufe. Was? Achso, Gladio. Gladio! Findet nach Kämpfen gelegentlich Elixiere. Geil. Auch nicht schlecht. So, wieder Bilder. Der zockt Flappy Bird, wie man sieht. Intense. By Ignis. Okay. Ach Gott, guck mal, wie er sich freut. Wie er sich freut und... Oh. Da ruht er sich aus. Ist geschafft. Ach, der Prompto. Auch mal ein paar Selfies dabei, auch ganz nett. Und da postet er wieder. Da postet er wieder. Da haben wir den alten Ignis. Ach. Den kennen wir noch von früher, so. So der Ignis. Genau so ist der Ignis. Wenn man den Ignis mit einem Bild beschreiben müsste, dann wäre es das da. Genau. Und das? Noctis nach einer harten, überzechten Nacht. Das arme Mädchen da hinten auf der Bank. Guck mal, ganz da rechts auf der Bank. Oh, die sieht traurig aus. Aber die Stadt sieht auch mega cool aus. So. Oh, das Foto ist gut. Das ist echt schön. Finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Aber mehr so, alle tun auf Freunde. Aber der Gladi, der ekelt sich so ein bisschen vom Noctis. Der will so die Hand eigentlich so drumrum nehmen, so auf die Schulter legen. Aber denkt sich so, nee. Guck mal, sogar beim Ignis. So, nee, nee, so ein bisschen Abstand wäre richtig jetzt. Genau jetzt Abstand nehmen, ne? Und hier, oh.
Okay. Ja, cool. Ein paar Fotos sind dabei. Wir gehen weiter. Ein paar gute Fotos sind auf jeden Fall dabei. Prompto wird auch immer besser. So, und jetzt ist der Morgen angebrochen. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Das hoffen wir auch, aber wir bezweifeln es stark. Hey. Hey. So, wir gehen mal dahin und... Oh, eine Silbermünze. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir gehen mal runter. Oh, da kommen wir... Da müssen wir runterlaufen. Okay, gut. Und wir schauen uns das mal näher an. Wo ist denn eigentlich unser... Der Viff oder der Lost Guy am besten. Der ist gerade nicht da. Na dann. Und da ist wieder die Band. Na, Musik gibt's später. Wir sind alle so schick angezogen und wir tragen nur ödes Schwarz. Hey, wie redest du über unsere exklusiven luzischen Kampfuniformen? Es ist wirklich interessant, andere Kulturen kennenzulernen. Ach so, wie in unserer stylischen Armani-Kollektion. Der beschwert sich über, dass der hier mit seinem Schlabber-Shirt und seinen blöden Standardschuhen da rumläuft. Ach so. Da bist du neidisch. Wenn ich hier König bin, dann wird sich alles ändern. Okay. Also, geh mal weg. Geh ruhig mal weg. Alles klar, Noct? Nein. Moment. Den kennen wir doch. Ihr auch. Du. Hier. Nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Der scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja. Alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also, nennt mich einfach Arden. Kommt mit mir zum Parkplatz. Arden. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich mime gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia, nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Okay, du spielst Dr. Jäger. Hallo. Will ich ein Jäger sein? Okay. Wieso da? Der Tipp. Ich weiß nicht, ob wir den so einfach vertrauen sollten. Der Arden. Mit Arden reden und die Fahrt beginnen. Fährt er da jetzt mit seinem... Ist das sein Auto? Ach nee, der Schlitten da hinten. Seid ihr soweit? Ja, die Fahrt beginnt. Ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Was? Nö. Der Ignis fährt. Ignis, fahr du. Der Arme muss ständig fahren. Gönn ihm doch mal eine kleine Auszeit. Nee. Gut. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Das ist mir nicht so ganz geheuer mit dem Typ. Ich weiß nicht. Können wir dem so einfach vertrauen? Wir haben jetzt einfach so 1000 EP bekommen. Also der Ignis zumindest. Der ist jetzt auch Stufe 25. Nett. Dieser Typ, dieser rätselhafte Mann, der Arden, oder wie er genannt wird. Freund oder Feind, wir finden das raus.
Mal schauen. Speichervorgang. Gut. Was? Kapitel 4 schon? Von Göttern und Königen. Die Erde erzittert und Noctis wird von einem unangenehmen Stechen im Kopf geplagt. Ardin behauptet, dass die Schmerzen eine Nachricht des Gottes Titan an den König seien. Sollten die Legenden tatsächlich der Wahrheit entsprechen? Skeptisch oder heimlich voller Hoffnung brechen die vier Gefährten zur Cortesplatte auf, wo der Riese zu finden sein soll. Ein Riese. Oje, oje. Da bin ich mal gespannt. Also ganz ehrlich, da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Ein Riese. Wie groß ist hier bitte ein Riese, wenn ein Vogel schon 20, 30 Meter groß ist? Und dann ist das einfach nur ein Vogel, aber ein Riese. Die göttlichen Prüfungen. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Wagen. Ah, doch, ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut, schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Okay. Huch. Am Kai war der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, so, und es ja. beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Mysteriös. Er hat aber auch eine seltsame Art. Ich weiß auch nicht... ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautesplatte. Magd, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Der Noctis, immer für einen Witz zu haben. Okay, ja, ich weiß auch nicht, was wir von dem Typen halten sollen. Was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Ich weiß nicht, ob wir dem wirklich vertrauen können. Ich weiß nicht. Man kann den nicht so richtig einschätzen. Ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl der... Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Wow. Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Ardin. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Die angesammelten EP werden verrechnet und das Spiel wird gespeichert. Fortfahren. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Der Typ, aber der Synchronsprecher ist cool, muss ich echt sagen. Der gibt diesem Charakter echt was, ja, irgendwie noch so einen kleinen, ja, so die Kirsche auf der Sahnetorte. So ungefähr. Jetzt übernachten wir mit dem. Unglaublich. Die vertrauen jedem. Oder gehen mit jedem mit. Hey, kleine Kinder. Ich habe hier einen Van und in diesem Van ist ganz viel Schokolade. Kommt mit rein. Und die alle vier. Okay, wir vertrauen ihm nicht, aber wir gehen rein, weil wir wollen Schokolade. So ungefähr sind die drauf. Läuft denn mit dem? Wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Oh, tut mir leid, hab nicht gefragt. Nein, keine Angst. Wir wollen doch dafür sorgen, dass der Prinz mein Gesicht niemals vergisst. Was soll das denn heißen? Irgendwie, ich weiß nicht. Man könnte meinen,
das ist einer von den Bösen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie finde ich ihn zu sympathisch, um ihn als Bösen abzustempeln. Auch wenn er sehr mysteriös redet, aber der Typ ist einfach unglaublich komisch drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir den einschätzen sollen. Aber wir werden es rausfinden. Adin hat dir eine Lockpfeife gegeben. Mit ihr kannst du Gegner in der Umgebung anlocken. Okay, eine Lockpfeife. Da ist sie. Vom Blute der Kaladin. Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Dies war der Tag, an dem Prinzessin Luna Freya als jüngste Kaladin in die Geschichte einging. Ist das viele Beten nicht anstrengend? Überhaupt nicht. Die armen Leute, die meiner Hilfe bedürfen, haben es viel schwerer. Aber keine Angst, ich werde hier ausharren, bis es allen wieder gut geht. Zweifel, aber auch große Hoffnungen begleiteten die heranwachsende Kanadi. Es hieß, ihr hättet eine Botschaft. Ja, berichtet mir von allen, die meinen Beistand brauchen. Zu jedem Einzelnen will ich eilen und ihm meine Hilfe zuteilwerden lassen. Dies ist meine Bestimmung. Sie will ich erfüllen. Und so gewann die junge Kanadi Vertrauen und wurde zur Königin der Herzen. Was sagt ihr zum Friedensabkommen? Ein Ende des Krieges bedeutet ein Ende des Leids. Dies ist ein großer Schritt in eine bessere Zukunft. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Dem Weg, den die Götter uns bereitet haben. Weise Worte von einer jungen Dame. Das auf jeden Fall. Nur, ob sie recht hat? Ob es wirklich das Ende eines Krieges werden könnte? Ob das noch je passieren Weiter wird? Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme! Und wo ist der Gute? Der Adin? Naja, wir werden es rausfinden. Wir werden alles rausfinden. Wir bringen die Wahrheit über diesen Typen ans Licht. Wir werden mit einem Riesen reden. Da bin ich auch besonders gespannt. Und das alles vielleicht schon in der nächsten Folge von Final Fantasy 15. Wie immer, ein Vergnügen mit euch, hier die Geschichte durchzugehen. Und ich bedanke mich wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Bis dann. Gesundheit. Und ciao.